Herzlich willkommen zu einer virtuellen Veranstaltung des Museum Wittberg. Im Rahmen der Ausstellung Sehnsucht Natur, sprechende Landschaften in der Kunst Chinas, fokussieren wir in dieser Vortragsreihe auf das heutige China. Wie gehen zeitgenössische Kunstschaffende mit traditionellen Vorstellungen um und wie deuten sie das Verhältnis von Mensch und Natur heute? Ich freue mich, Ihnen Martina Köppel-Yang vorstellen zu dürfen. Martina Köppel-Yang ist eine der profundesten und renommiertesten Kennerinnen der zeitgenössischen chinesischen Kunstszene, mit der sie sich seit den 1980er Jahren intensiv auseinandersetzt. Ihre 2003 in Buchform erschienene Dissertation Semiotic Warfare, the Chinese Avantgarde 1979-1989, a Semiotic Analysis, ist zum Standardwerk für die chinesische Kunst der 1980er Jahre geworden. Martina Köppel-Yang arbeitet als freie Wissenschaftlerin und Kuratorin. In den letzten 25 Jahren hat sie unzählige Ausstellungen in Museen und an Festivals in Europa und in China kuratiert, beispielsweise in Frankfurt, Venedig und Paris, in Beijing, Shanghai und Shenzhen. Sie gehört zum Herausgeberteam der Zeitschriften Yishu Journal for Chinese Contemporary Art und Asian Art Archives. In ihrem Vortrag There is no Ink gibt sie uns einen Einblick, wie chinesische Künstler und Künstlerinnen heute mit der Tradition der Tuschemalerei umgehen. Vielen Dank, Martina. There is no Ink – Gedanken über eine kulturelle Matrix. Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema der traditionellen chinesischen Medien in einem zeitgenössischen Kontext. Ich spreche heute zu Ihnen als Kurator und werde Ihnen das Thema anhand von Ausstellungen, die ich kuratiert habe, erörtern. Wichtig für mich im Vorfeld ist Ihnen zu sagen, dass dieses Thema seit mehr als 10 Jahren in China, aber auch international wieder sehr aktuell ist. In China hängt es zusammen mit einem Erstarken von nationalistischen Tendenzen. Das Thema wurde vor allen Dingen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Peking 2008 wieder sehr aktuell. Im Westen ist es ein allgemeines Interesse an dieser traditionellen Kultur, das wieder erstarkt. Zu erwähnen ist hier die große Ausstellung im Metropolitan Museum in New York im Jahr 2013. Wichtig ist, es ist also auf keinen Fall ein unschuldiges Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, sondern als Kurator als der ich heute zu Ihnen spreche, ist es wichtig für mich, Position zu beziehen. Ich möchte also weder nationalistische noch orientalistische Klischees bedienen, sondern das zeitgenössische Potenzial dieser traditionellen Medien reaktivieren. Und das ist das Ziel aller Ausstellungen, die ich zu diesem Thema gemacht habe. Das Slide, das Sie hier sehen, das Dia, das Sie hier sehen, ist ein Screenshot aus dem Film The Matrix. Wir sehen den Spoonboy, wie er diesen gebogenen Löffel Neo entgegenhält und er sagt, "Do not try to bend the spoon, that's impossible. Instead only try to realize the truth." Und Neo sagt, "What truth?" Der Spoonboy sagt, there is no spoon. There is no spoon. Der Spoonboy sagt, yeah, then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Es geht mir also, wie Sie merken, um eine Matrix, um die kulturelle Matrix der traditionellen chinesischen Kultur, zu der die chinesische Tuschmalerei gehört. Dies ist ein wesentlicher Teil der Literatenkultur und diese Literatenkultur hat ästhetische und ethische Standards der chinesischen Kultur gesetzt und das seit mehr als 1000 Jahren. Auf diesem Dia sehen Sie ein Bild, das dem Kaiser Huizong der Sung-Dynastie zugeschrieben ist. Man sieht auf ihm den Kaiser
wie er selbst die Tien spielt, umgeben von seinen Ministern. Und das hat den Titel Listening to the Tien. Es ist aus dem frühen 12. Jahrhundert. Aber viele dieser Ideen, ästhetischen und ethischen Ideale, die auf diesem Bild dargestellt werden, finden wir eben auch in späteren Werken dieser chinesischen traditionellen Kunst. Wie kann man also die Tuschekunst oder die traditionelle Kunst mit einem anderen System verbinden, zum Beispiel mit dem der zeitgenössischen Kunst und Kultur? Müssen wir den Gegenstand unserer Untersuchung verbiegen, um ihn in das andere System zu integrieren? Oder sollten wir eher unsere Wahrnehmung des Gegenstands hinterfragen und ändern? Im Film Die Matrix ist es die Matrix, die die Bedingungen der Wahrnehmung bestimmt und die Simulakren der Realität generiert. Was die Tuschekunst betrifft, so ist es ganz eindeutig die chinesische Tradition mit ihrem ganz deutlich definierten kulturellen Kanon, die die Bedingungen für die Produktion und aber auch für das Betrachten und das Verstehen dieses Systems an sich setzt. Der Film, der Ende des 20. Jahrhunderts gezeigt wurde zum ersten Mal, ist eine Allegorie für unsere zeitgenössische Gesellschaft mit ihrer starken Kommerzialisierung, in der eben Waren und Medien eine Art von Hyperrealität simulieren. Eine Realität, die eben von Simulakren generiert ist, die an und für sich nichts mehr mit ihrem Original zu tun haben. Trifft diese Bezugslosigkeit zur Realität denn auch auf die traditionellen chinesischen Medien zu? Oder können wir sie wieder in einen Kontext zu unserer zeitgenössischen Kultur, zu unserer zeitgenössischen Realität setzen? Ich habe versucht, Ähnlichkeiten in der traditionellen chinesischen Kunst und in der zeitgenössischen Kunst zu finden, aufzuspüren und von da ausgehend diese beiden Systeme zu verbinden. Ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt für mich war dabei eben, wie bereits erwähnt, die Kunst der Literaten. Ich glaube also nicht, dass wir den Gegenstand unserer Betrachtung verbiegen müssen, sondern dass wir einfach unsere Wahrnehmung dieses Gegenstands ändern sollten. Tuschmalerei hat ästhetische Qualitäten, die man als zeitgenössisch bezeichnen kann. Für die chinesische Tuschmalerei typische Vorgehensweisen und ästhetische Qualitäten kann man auch in zeitgenössischen Werken, die in anderen Medien ausgeführt wurden, vorfinden. Wir müssen also eine Kategorisierung basierend auf Medium und Technik allein vermeiden und diese zeitgenössischen Qualitäten der Tuschmalerei hervorheben. Ganz wichtig, es muss ein neuer diskursiver Kontext für die Tuschmalerei geschaffen werden. Die Ausstellung selbst kann diesen diskursiven Kontext bieten, der unterschiedliche Positionen und Lesweisen der Kunstwerke ermöglicht, zum Beispiel wie lesen, flanieren oder kommunizieren. Das sind unterschiedliche Methoden, um sich diesen Werken in dem neuen diskursiven Kontext zu nähern. Ferner sollte man auch zeitgenössische Medien wie das Video in diesen diskursiven Raum integrieren. Einen solchen Raum haben für die Ausstellung Black Extreme Vigorous Figurative Zhongguoguo und die Yangtian-Gruppe geschaffen. Ihre raumgreifende Installation mit dem Titel Indoor Courtyard bietet eben die Möglichkeit für den Betrachter, die anderen Kunstwerke durch Flanieren in diesem Garten kennenzulernen. Dieser Garten besteht aus unterschiedlichen Elementen, hier zum Beispiel ein künstlicher See,
aus zusammengeknäulten Kalligraphien. Diese Kalligraphien wurden von Passanten auf der Straße geschrieben, dann zusammengeknäult und bilden nun die Oberfläche dieses Sees. Im Hintergrund ein Literatenstein, der ebenfalls aus diesen Kalligraphien und darüber gegossenem Wachs besteht. Wie kann man also nun die zeitgenössischen Qualitäten der Tuschmalerei festlegen? Reicht es, von Sublimation zu sprechen, visueller Schlichtheit und Unverfälschtheit sowie Unmittelbarkeit oder von einem offenen Charakter des Kunstwerks? Ich denke, wir müssen da noch weitergehen und ich möchte noch zwei Begriffe in den Raum stellen. Einmal den Begriff des Geschmacks, der Geschmack, wie ihn die chinesischen Literaten verstehen und verstanden haben, und zum anderen den Begriff der diskursiven Ästhetik und hier die beiden Elemente Kommentar und Kopie. Die Literati verstanden Geschmack als die Wertschätzung ästhetischer, intellektueller und moralischer Qualitäten. Sie hatten häufig hohe Ämter inne, sammelten Kunst und setzten die Standards. Sie waren eine Art Institution, die Einheit von Kultur und politischer Macht. Sie erkannten ihre Verbündeten durch den in den Kunstwerken benutzten Stil oder durch benutzte Topoi. Politisches Engagement ist direkt verbunden mit den ästhetischen und spirituellen Aspekten der Literatenkultur. Für Infiltration, Ideals and Visions im Kanton Kunstmuseum im Jahr 2006 haben Zhongguoguo und die Yangjiang-Gruppe das ganze Museum wiederum in einen Literatengarten verwandelt. Dieses Mal sind Malerei und Kalligraphie noch intensiver Teil der Installation, wie hier zum Beispiel am Eingang dieses große Hängerollenpaar, das den Titel des Kunstwerks uns nennt. Aber das ist nicht die einzige Funktion dieser Inschriften, sondern diese Inschriften und Kalligraphien können auch Kommentare sein. Das erinnert uns natürlich an Inschriften auf Bildrollen klassischer chinesischer Malerei. Ich möchte diesen Aspekt diskursive Ästhetik nennen mit Markus Brüderlin. Diskursive Ästhetik bedeutet die Integration von Kommentar und Diskurs in die ästhetische Struktur des Kunstwerks. Wie wir hier sehen, kann die Installation der Yangtan-Gruppe und Zhongguoguos auch andere Kunstwerke einschließen und eine Lesweise für sie vorschreiben, wie hier für diese Arbeit von Chöntung mit dem Titel Canton Encyclopedia. Das ist ein Set von Tuschmalereien, die das Alltagsleben in der Stadt Canton beschreiben. Hier ein Blick in die Tuschmalerei Biennale in Shenzhen mit einer Installation von Chen Shaoxiong und Tsuyoshi Ozawa mit dem Titel Kite. Sie besteht aus elektrischen Ventilatoren und Papierdrachen, auf die kleine Zeichnungen aufgebracht sind, sowie daneben Kommentare, die Künstler und Philosophen, die an der Ausstellung beteiligt waren, zu den jeweiligen Kunstwerken geschrieben haben. Wiederum war es mir wichtig, diese unterschiedlichen Ebenen, die manchmal auf einem Kunstwerk in der traditionellen chinesischen Kunst vorhanden sind, zu dekonstruieren und in den Ausstellungsraum einzubringen. Ganz wichtig für die Literaten war auch die Kommunikation mit Gleichgesinnten und Verbündeten. Da gab es die bekannten Literatentreffen. Und ein solches Literatentreffen oder ein Studio, ein Atelier eines solchen Literaten habe ich versucht in der Ausstellung nachzuvollziehen, hier mit dem Atelier von Chöntung, den Sie im Mittelpunkt des Bildes sehen und der ad hoc im Ausstellungsraum unterschiedliche Zeichnungen angefertigt hat.
wie hier zum Beispiel ein Kommentar zu teilnehmenden Künstlern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Ausstellungseröffnung anwesend sein konnten. Wie zum Beispiel links haben wir Wu Shanzhuan, der nicht kommen konnte, weil er einfach zu cool war. Oder dann der zweite von links, Adel Abdesmet, der nicht kommen konnte, weil er krank war. Oder der dritte von links, Yen Peiming, der nicht kommen konnte, weil er einfach zu busy in Shanghai mit seinen eigenen Dingen beschäftigt war. Und ganz rechts war Telemi Togo, der nicht kommen konnte, weil er letztendlich kein Visum bekommen hat. Hier sehen Sie Chen Tung in der Ausstellung Black Extreme Vigorous Figurative, wie er vor Ort ad hoc Alltagsgeschehen, das er aus der Tageszeitung erfährt, zu Papier bringt. Er interessiert sich also für das, was um ihn herum passiert und kann es unmittelbar niederschreiben, so wie das auch der kantonesische Künstler Huang Shaoqiang Anfang des 20. Jahrhunderts getan hat. Huang Shaoqiang hat sich besonders für die Armen und sozial Minderbemittelten seiner Zeit interessiert und hat dies in einer sehr klassischen Art und Weise niedergeschrieben. Genau das Gleiche tut wiederum Zheng Guoguo und Yang Jiang Gruppe hier in dieser Installation Last Day, Last Chance, die sie ebenfalls für die Tuschmalerei Biennale in Shenzhen realisiert haben. Diese Installation ist in der Tat ein Kleidergeschäft, das bankrott gegangen ist. Sie haben den Kleiderstock aufgekauft, haben darauf ihre kalligrafierten Slogans aufgedruckt und wir sehen diese Slogans auch im Ausstellungsraum aufgehängt. Da steht dann zum Beispiel, der Boss ist davongelaufen mit seiner Frau, wir sind bankrott, last day, last chance, suicide after sale. Die Arbeit spiegelt die Kurzlebigkeit vieler junger chinesischer Unternehmen wider und die daraus resultierenden sozialen Probleme. Poesie ist ein wichtiger Bestandteil der Literatenkultur. Ich habe einen wichtigen chinesischen Poeten, Xiao Kaiyu, gebeten, seine Gedichte zu kalligrafieren und zu illustrieren. Das hat er für mich in dieser Ausstellung getan und wir sehen sie hier als Kalligrafie. Und nur als Kalligrafie konnten sie damals veröffentlicht werden. Also er hatte damals ein Veröffentlichungsverbot. Jedoch als Bild konnte das Gedicht in meinem Katalog veröffentlicht werden. Hier wiederum das Zusammenspiel von Kommentar oder Kolophon und Kunstwerk. In der Mitte haben wir eine Arbeit wiederum von Huang Shaoqiang und links daneben ein Kommentar des chinesischen Philosophen Zhang Zhiyang. Rechts daneben ein Set von 5 großen Aquarellen des Künstlers Yen Peiming. Diese Idee der Inschriften haben 2 Künstler in der Ausstellung weiterentwickelt. Chu Yun und Shen Piji haben ein Set von Computerzeichnungen ausgedruckt und wie traditionelle Malereien montiert. In diesen Zeichnungen und Inschriften sprechen sie über die Idee der Innovation durch Kopieren von vorgeschriebenen Modellen. Der Aspekt des Kopierens wird auf visueller Ebene durch den Herstellungsprozess wiedergespiegelt, eben durch diesen digitalen Vervielfältigungsprozess und durch das maschinelle Ausdrucken der Arbeiten. Eine der Inschriften liest sich so, ich lese es hier in englischer Übersetzung, Innovation means tracing a ladle following the shape of a gourd. Look for the best gourd to trace the best ladle, to combine the best experience with the best model, the best method with the best practice, and to explore the finest appropriate method means
Innovation. Hier der Blick auf eine der Arbeiten und wie Sie sehen, sind sogar die traditionellen Siegel wieder dargestellt als ein roter ausgedruckter Punkt. Wuhu Funds celebrate the success of our glorious atomic bomb explosion aus dem Jahr 1965 ist für mich eines der emblematischsten Kunstwerke des modernen China. Wuhu Fan ist ein Künstler, der sehr traditionell ist, selber Sammler und sicherlich einer der wenigen, den man als einen modernen Literati bezeichnen kann. Doch auch er fand sich im Dilemma eines jeden Intellektuellen im 20. Jahrhundert, seinen Frieden mit dem kommunistischen Regime zu machen. Dieses Bild ist sicherlich der Ausdruck dieses Dilemmas. Leider konnte ich das Bild nicht leihen für die Ausstellung. Daher habe ich einen Künstler gebeten, es zu kopieren. Hier sehen Sie die Kopie des Bildes von Yang Jiechang im Hintergrund. Seine Aufschrift erzählt die Geschichte des Kopierens. Und im Vordergrund links unten sehen Sie eine Arbeit, die direkt Bezug nimmt auf das Bild Wuhu Fans und die Kopie Yang Jiechangs. Eine Arbeit von Adel Abdesmet, der die Kinder gebeten hat, die Kinder in Shenzhen gebeten hat, ihm Atomic Bomb Shelters zu zeichnen. Und diese Atomic Bomb Shelters sind Mauselöcher. Und diese Mauselöcher waren an unterschiedlichen Stellen im Museum angebracht. Gehen wir weiter zu den ästhetischen Charakteristika. Was ist denn nun eigentlich das Zeitgenössische an diesen traditionellen ästhetischen Charakteristika, die wir benennen mit Sublimation oder mit dem Begriff Shoshen, mit visueller Schlichtheit und Unverfälschtheit und Unmittelbarkeit? Betrachten wir hier die Arbeit von Yang Jiechang aus der Serie 100 Layers of Ink mit dem Titel Wings aus dem Jahr 1990. Der Künstler interessiert sich für Meditation und für Daoismus und tatsächlich finden wir hier diese Ästhetik des rohen, unbehauenen Blocks des Daoismus wieder, ebenso wie die Sublimation der Persönlichkeit. Wir sehen keinen persönlichen Ausdruck. Die Figur scheint wie von selbst entstanden. Ähnlich hier in der Arbeit von Yan Peiming, diesem Set von 5 Aquarellen mit dem Titel International Artificial Landscape, wir finden ebenso eine sehr reduzierte, rohe Ästhetik, aber hier einen ganz direkten Bezug zu aktuellen Themen. Das Zerknüllen der Kalligrafien, die von Passanten geschrieben sind, wie Zheng Guoguo und Yang Jiang, die Yang Jiang-Gruppe, das hier wiederum in einer Ausstellung im Canton Museum of Art tun, ist eine Art von Dekonstruktion. Dekonstruktion von Elementen der traditionellen chinesischen Kultur, die sie sich aneignen, um einen neuen diskursiven Raum zu schaffen. Hier im Hintergrund Arbeiten des Hongkonger Künstlers Louis Chan. Louis Chan, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Hongkong diese surreale Malerei mitbegründet hat. Wiederum ein Blick in die Ausstellung Black Extreme Vigorous Figurative und auf die Installation von Zheng Guoguo und Yang Jiang Group Interior Courtyard. Und wir sehen, wie hier ein traditioneller Literatengarten aus unterschiedlichen Elementen der Literatenkunst nachgestellt wird. Hier nochmals ein Blick in die Ausstellung Infiltration Ideals and Visions im Canton Kunstmuseum mit dem Bananengarten der Yang Jiang-Gruppe und im Hintergrund eine Kalligrafie eines Volkskünstlers. Hier wiederum eine Malerei eines Volkskünstlers. Es werden also unterschiedliche Ebenen und auch unterschiedliche Medien in diesen diskursiven Raum der Ausstellung eingebracht.
wie hier zum Beispiel Video. Wir sehen eine Arbeit von Yang Diechang, die aus einem Set von 2 Kalligrafien und entsprechenden Videos besteht. Diese Videos zeigen den Künstler, wie er diese Kalligrafien schreibt und die Worte, die er schreibt, ausspricht. Diese traditionelle chinesische Landschaft des taiwanesischen Künstlers Wu Zizong entsteht durch die Projektion von Licht auf ein Drahtnetz. Chen Xiaoxiongs Video Ink City ist eine Animation aus einer Serie von Tuschezeichnungen, die das Alltagsleben in der Metropole Kanton zeigen. Die vielleicht emblematischste Figur der chinesischen Literatenmalerei ist Bada Shan Ren. Hier ein Bild, das ihm zugeschrieben ist mit dem Titel Landscape with Birds. Das italienische Künstlerpaar Santo Matteo hat sich zu dem gleichnamigen Video Landscape with Birds inspirieren lassen von diesem Bild. Die Frage bleibt, is there no ink? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.